Hallo Kaffee Colonia, heute eine neue Folge Kaffee Colonia TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu lassen und unseren Kanal zu abonnieren. Heute mit der ersten Techniksendung im Jahr 2021. Wir stellen euch nochmal en Detail die Vorteile der Lamazoco Lalinea Mini vor. Und was die Besonderheiten an der Maschine sind, hatten wir in der letzten Sendung mit dem Frederik Liebe schon erläutert, der uns diese Maschine auch zur Verfügung gestellt hat. Aber speziell jetzt mehr auf technischer Sicht, was das für Vorteile für euch als Konsumenten hat, das zeigen wir euch jetzt. Ja, und dann geht's auch gleich los. Das Gerät haben wir jetzt schon aus dem Karton geholt, haben es mal hier hingestellt. Was ist alles in the box? Da gibt es klassisch den schönen Lamazoco Zubehörkarton. Der ist vollgespickt mit schönen Nettigkeiten, was es eben auch in dieser Preisklasse geben muss, meiner Meinung nach. Man muss ja doch schon einen stolzen Preis dafür ablegen. Und deshalb wird auch erstmal hier von Lamazoco Roberto Bianchi ein Anschreiben an euch dabei gelegt. Das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr Italienisch könnt. Dann gibt es hier einen Quick Start Guide. Hier steht eigentlich alles drin, was die Maschine ausmacht in Bezug auf die Inbetriebnahme. Das meiste versuche ich euch jetzt kurz zu zeigen. Allerdings sehr, sehr gut verständlich. Wenn ihr euch an den Guide haltet, dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Für die Linea Mini gibt es dann auch noch eine Bedienungsanleitung, klassisch das Manuale sozusagen. Hier ist nochmal alles drin, was man wissen muss. Ich schaue gerade durch, auf Seite 4 geht es dann auch in Deutsch los. Hier ist das Ganze ordnungsgemäß übersetzt. Soweit ich das alles im Kopf habe, denke ich mir, aber kann ich euch das jetzt aus dem Stegreif auch erzählen. Ja, einen Siebträger haben wir bereits eingespannt. Es ist ein weiterer im Karton, nämlich der berühmte Einer-Ausfluss, den jeder von euch auch vielleicht braucht, weil ihr diese Maschine zu Hause nutzt. Ich selbst, wie ihr wisst, bin ein Verfechter davon, das Originalsieb rauszunehmen und gleich im Karton zu suchen, wo das Einer-Sieb von Lamazoco drin ist. Dazu schaut euch bei uns in der Mediathek um. Da haben wir mit Trichter und dem Lamazoco 7-Gramm-Sieb ein Special gemacht. Da erkläre ich alles rund um dieses Sieb, was dann hier in dem Zusammenhang dann mit diesem Trichter, den ihr aus unserer Videothek kennt, betrieben wird. Damit habt ihr einen gut kontrollierbaren Single Shot, wo auch nicht der Rand verwässert. Wie gesagt, schaut in der Mediathek um, werdet ihr alles finden. Ja, dann ist natürlich hier auch ein Set drin für Bestimmung der Wasserhärte. Das könnt ihr euch denn eigentlich sogar sehr wichtig auspacken, um festzustellen, muss die Maschine an einen Enthärter angeschlossen werden. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Es gibt so kleine Kissen mit Granulat, die man in den Wassertank legen kann. Aber vielleicht schließt ihr die Maschine ja auch an euren Festwasseranschluss an. Das ist bei der Maschine übrigens beides möglich. Man kann sowohl Tank als auch Festwasser anschließen. Für den Festwasseranschluss müsst ihr noch ein Anschlussset dazu bestellen. Dazu an späterer Stelle ein bisschen mehr. Dann erstmal zum Rest des Inhaltes der Box. Wir haben hier einen Temper beigelegt, der ist sehr schön. Das hat auch einen Grund, warum hier quasi die Seite poliert ist, denn ihr braucht nicht nur diese, wie ihr die kennt, für den großen, für das 58er Sieb, sondern ihr könnt eben auch die kleine, wenn ihr diesen Trichter nehmt und dieses Lamazoco Sieb verwendet, wovon ich euch gerade erzählt habe, dann passt der genau hier sozusagen durch diesen Trichter durch und ihr bekommt mit einem Temper quasi das Beste aus beiden Welten zu euch nach Hause. Also von daher das Ding auf jeden Fall behalten. Den haben wir sogar in unserer Bar, der ist top. Natürlich auch dementsprechend einen großen Behälter von Reinigungsmittel, also von einem Reinigungsmittel. Der Espresso Machine Cleaner, der ist auch werkseitig dabei. Ja, und für alle, die es werden wollen, ich werde immer wieder gefragt, Chris, wie kann man eigentlich sehr schnell Latteart machen? Ich möchte so ein Herzchen in die Milch zaubern. Das ist als erstmal, muss man sagen, oder so anders. Erstmal muss man sagen, das braucht seine Zeit, das braucht ein bisschen Geduld. Und bitte, macht das nicht am Anfang. Lernt erstmal einen guten Espresso zuzubereiten, der ist die Basis für alles. Also damit macht ihr einen guten Cappuccino. Wenn der erstmal gut schmeckt, dann fangt mit der Latte Art an. Um euch da zu belohnen, legt natürlich Lamazoco auch gleich die passende Kanne dabei, die ist also auch im Starter-Set enthalten. Dem bleibt nichts hinzuzufügen, sprich bei der Kohle, die ihr ausgeben müsst, die ja wahrhaftig nicht wenig ist, ist erstmal an alles gedacht. Ihr könnt loslegen
und euren Barista, Home-Barista-Gefühlen freien Lauf lassen. So, die Kiste packe ich weg. Kommen wir zur Maschine. Ich habe gerade eben gesagt, dass hier regulär erstmal der Tank angeschlossen ist. Ja, das stimmt. Ich nehme jetzt mal den Zettel weg, neue Maschine. Den Tank bei der Linea Mini findet ihr unter dem Tropfblech. Das Tropfblech ist hier magnetisch auf dem Gestell der Linea Mini sozusagen arretiert. Den könnt ihr rausziehen. Das Tropfschälchen ist auch hier komplett reinigbar, also pflegbar. Edelstahlteile, sehr, sehr schön Kunststoff. Jeder, der schon mal eine andere Maschine von einem anderen Hersteller hatte und das innen alles in Edelstahl ist, sichtbar Edelstahl, weiß, wovon ich spreche. Das wird nach einer Zeit sehr unansehnlich, weil das Ganze läuft an. Die Kaffeereste, egal wie oft man das reinigt, dann sieht man halt die Schleifspuren. Wird nicht so schön. Das hat in dem Fall hier Lamazoco sehr schön geregelt. Es bleibt einfach ein Kunststoffgehäuse und so sieht das immer clean aus. Die Front ist dementsprechend schön in Edelstahl gehalten. Der Schriftzug tut sein Übriges. So sieht das alles sehr vernünftig aus. Und jetzt darunter befindet sich dann der Wassertank. Jetzt sagen ganz viele Menschen, die ich kenne, die diesen Tank bei der Linea Mini nutzen, ach, das ist aber nicht so wie bei den anderen, da kann ich den rausnehmen, der hängt ja hier an so einem Schlauch, wie kriege ich den leer gemacht hier, weil hier den Deckel müsste man wegmachen und dann muss man hier Wasser einkippen, wie kriege ich den Rest dann irgendwie hier raus? Ja, Leute, ganz einfacher Trick, das Ganze ist hier komplett lösbar, das heißt, man muss einfach nur den Deckel abnehmen und jetzt kann ich das in mein Gefäß schütten, wo ich dann später das Ganze in den Abfluss oder in den Gulli tue. Dementsprechend ist hier alles sehr schön gelöst. Mache ich das hier wieder drauf und wenn ihr einen Festwasseranschluss habt, vorhabt zu nutzen, dann entfällt diese Lade, die bleibt zwar drin, aber dann wird im Gerät ein Flexschlauch angeschlossen und dann müsst ihr das an eure Hausanlage bringen. Da empfehlen wir nach wie vor von vornherein einen Filter anzuschließen in den Wasserkreislauf, der das Wasser aufbereitet sensorisch. Hier kann man ja direkt schon gereinigt oder enthärtetes Wasser einfüllen. Man sagt so, der ideale Wert zwischen 5 und 7 irgendwo, dann schmeckt der Kaffee auch gut. Also dementsprechend müsst ihr beim Tank Vorsorge treiben und lasst das Wasser nicht länger als 2 Tage im Tank. Wenn da noch was drin sein sollte, schüttet es lieber aus und füllt frisches Wasser ein. So, das Ganze schieben wir hier wieder zurück, setzen die Tropfschale ein. Wunderbar. Ja, und dann würde man jetzt sozusagen ganz klassisch den Stecker an die Steckdose bringen und dann kann man das Gerät einschalten. Das ist hier an der Seite ein Netzschalter. Dann läuft die Maschine an. Sie pumpt dann kurz. Es ist eine Rotationspumpe in dem Fall. Das heißt, die ist auch sehr, sehr leise. Sie pumpt das System voll. Und wenn das System voll ist, könnt ihr eigentlich beim ersten Mal bei der Inbetriebnahme schon den Tank wieder auffüllen. Geht doch recht viel rein. Es ist hier ein klassischer, also ein Multiboiler. Der Dampfkessel ist komplett getrennt vom Heißwasserkessel. Demnach steht euch immer die volle Dampfpower separat zur Verfügung und Heißwasser dementsprechend auch. Das gilt dann auch für die Entnahme des Wasser, hier Heißwasserentnahme. Da könnt ihr zum Beispiel euch einen Tee ziehen oder eben ein Americano machen. Da sehen wir es eigentlich am geeignetsten für. Die Temperatur ist ja nicht kochend, wie man es für einen Tee oft braucht. Aber es ist sehr heiß und die Temperatur reicht immer aus, um zum Beispiel ein Americano zu machen, klassisch. Ja, dann habt ihr hier dann dementsprechend die Öffnung, also öffnen, schließen für Wasser, öffnen, schließen für Dampf. Die Dampfpflanze ist hier an der Seite, die ist in alle Richtungen beweglich. Und da ist richtig Schub drauf. Da könnt ihr also, wenn ihr dann soweit seid und Barista werdet, euer Milchschaum perfekt und mit richtig Druck aufschäumen. Ne? So, das Ganze ist dann hier unten mit dem Siebträger, wird hier klassisch eingespannt, wie man es auch von anderen Maschinen kennt, zugemacht. So, und dann ist dann, wenn die Maschine aufgeheizt ist, steht dann irgendwann die Dampfanzeige hier im Bereich zwischen 1 und 1,5 Bar. Der Gesamtsystemdruck ist zu sehen. Wenn man dann zum Beispiel den Bezug öffnet, dann stehen da idealerweise 9 Bar, die dann auch der Espresso-Druck betragen sollte, wenn wir eine Extraktion machen. Das wird betätigt über diesen Hebel. Start, Stopp.
Er ist so ein bisschen der Barmaschine Strada nachempfunden. Die Strada MP heißt sie in dem Fall, Manual Pedal. Die hat die Möglichkeit, oder die GS3 für die Leute, die vielleicht zu Hause von La Marzocco sich ein bisschen besser auskennen schon, die hat auch ein Pedal, die GS3. Und da kann man ein richtiges Druckprofil fahren. Das heißt, jeder Espresso oder auch jeder Kaffee oder jede Art Bohne, die ich extrahiere, hat an einem bestimmten Punkt ein ideales Extraktionsverhältnis. Da kann man bei der GS3 den Druck langsam öffnen, Vollgas und dann langsam wieder reduzieren und auf Null stellen. Das ist dann das Upgrade zu Linea Mini, also vielleicht schon mal merken. Hier kann man lediglich die Pumpe in Betrieb nehmen oder wieder ausstellen. Das ist aber auch nochmal wichtig in Bezug auf eine andere Funktion, die ich euch gleich noch zeigen möchte, denn die Linea Mini ist komplett über Bluetooth bedienbar. Und ja, es ist nicht nur einfach ein Gimmick, sondern die Bluetooth-Verbindung macht hier wirklich Sinn, weil man aufs Komma genau seine Wassertemperatur einstellen kann, die sonst bei der Linea Mini manuell hier über ein Drehrad mit einer Skala eingezeichnet ist. Da kann man hier die Temperatur einstellen, die man für sich wünscht. Bei uns ist die für Espresso-Freunde, die wissen das, bei 89 Grad eingestellt. Denn zu heiß heißt ja immer auch ein bisschen die Bitterlichkeit, also oder die Bitterkeit zu betonen, denn die Hitze fördert eigentlich das Bittere im Kaffee bei der Extraktion. Deshalb gehen wir lieber ein bisschen drunter, wir mögen es lieber rund. Ja, dann kann man vielleicht hier auch mal, wir haben das mal abgeschraubt, den Unterschied sehen, warum eigentlich eine Linea Mini. Das hat viele Gründe. Zum Beispiel sind wir letztes Jahr in Florenz gewesen, haben uns die Manufaktur angeschaut. Auch den Clip haben wir noch online stehen bei uns in der Mediathek. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie da gearbeitet wird. Es ist wirklich alles handmade. Das hat seinen Preis. Das sieht man aber auch, wenn man hier reinschaut. Die Brühgruppe, es ist alles wirklich Edelstahl. Es ist durchweg, es sind fantastische Schweißnähte. Innen Sechskantschrauben überall verbaut. Alles ist nochmal extra gesichert mit kleinen Endhülsen. Also das sieht wirklich super aus. Und vor allem gegenüber anderen, zum Beispiel bekannten E61 Brühgruppen, ist dann, also die Faema-Brühgruppe, die klassische, das ist ein Messingblock, der wird mit der Zeit halt, wenn man zum Beispiel mal 20 Espressi macht in einem weg, wird der sehr, sehr heiß. Und was haben wir gerade gesagt? Hitze fördert die Bitterlichkeit im Kaffee. Und das haben wir bei der Linea Mini nicht. Überhaupt das ganze La Marzocco-Prinzip. Bei den großen Barmaschinen spricht man von einer gesättigten Brühgruppe. Die Linea Mini hat zumindest in der Anlehnung hier die Konstruktion so auch, dass der erste Bezug, aber auch der 50. Der Maschine gar nichts tut. Das ist eigentlich der signifikante Vorteil zu allen E61 Brühgruppenmaschinen, wie sie alle heißen, die im Markt sind. Die sind sicherlich alle sehr, sehr schön, aber gerade technisch hat La Marzocco da einen großen, großen Vorteil für Espresso-Liebhaber zumindest, weil die Konstanz der Temperatur eben immer gleich bleibt, egal wie viele Bezüge ich aus dem Gerät raushole. Also von daher ist sie auch unser Favorit. Das heißt nicht, dass E61 Brühgruppen schlecht sind, generell gar nicht. Aber für Espresso-Liebhaber, die auch mal ein paar Gäste haben, wird man früher oder später nicht drum herum kommen. Dazu eben die Handarbeit und ein Unternehmen, das seit 1927 am Markt ist. Ja, das hat schon ein bisschen Nostalgieeffekt auch. Und ja, diese Form ist halt auch klassisch für Liebhaber. Irgendwie was ganz Besonderes geblieben, für uns auf jeden Fall. Ihr schaut gleich mal hier rein, das zeigen wir euch nochmal. Ja, das dazu. Ja, dann zurück zum Bluetooth. Also es gibt eine App, die heißt La Marzocco Home. So, da logge ich mich mal gerade ein. So, und der sagt jetzt zu mir, ich soll bitte mal, habe ich jetzt located? So. Ach ja, gut, ich habe die Maschine natürlich nicht angemacht. So, also diese App, die zeige ich euch gleich nochmal separat losgelöst. Die sagt mir jetzt zum Beispiel, beim Erstanschluss befindet sich die Maschine
im Bluetooth-Modus, den kann ich hier einschalten. Dann zeigt sie mir, die App zeigt mir eine Kombination, wo ich mit an und aus rechts, links sie in den Bereitschaftsmodus bringe. Und dann geht die App an. Darauf kommen wir jetzt gleich, was dann im Einzelnen für Funktionen abrufbar sind. So viel sei vorab gesagt. Ich kann einstellen, wochentäglich, also sprich inklusive Wochenenden, wann geht die Maschine an, wann geht sie aus. Ich kann hinterm Komma genau digital die Temperaturen einstellen. Ich kann sogar, wenn die Maschine aus ist und ich bin eine Stunde länger jetzt irgendwo auf einem Geschäftstermin, wünsche mir noch ein Espresso abends, kann ich sie fernstarten, also sprich über die App nötigen zu beginnen, also aufzuheizen, komm nach Hause, die Maschine ist startklar. Ich kann mir meine Bezüge im Verhältnis anschauen, also kann so ein bisschen Recherche machen, wie meine Shots so geworden sind. Also alles in allem eine coole Sache wirklich, um so ein bisschen Maschinenmanagement zu machen in der automatisierten Version. Also nicht bloß irgendwie eine nette App, um das zu visualisieren, sondern wirklich der Mehrwert. Ich kann mir meine Zeiten, Uhrzeiten einstellen oder eben händisch an- und ausschalten. Temperaturen einstellen, wie gesagt. Ja, und wie das geht und wie das aussieht, das zeigen wir euch gleich. So, und wenn ihr in meinem Fall im Play Store seid oder dementsprechend im App Store bei iOS-Geräten, sucht ihr nach La, neues Wort, Marzocco. Und dann gebt ihr das ein. In dem Fall, bei mir ist sie installiert. So sieht die App aus, La Marzocco Home. Und in dem Fall dann drücke ich auf Öffnen und dann startet die App. So, dann haben wir die App jetzt geöffnet. Und dann bietet sie mir, nachdem ich dann, das ist wichtig, die Ortungserlaubnis erteilt habe und Bluetooth erteilt habe. Eigentlich müsst ihr alles anmachen, was das Gerät hergibt, sprich WLAN, Bluetooth und die Ortung. Findet ihr dann, wenn ihr anfängt zu suchen, drei Maschinen hier im Angebot, eine GS3, eine andere GS3 und unsere Linea Mini. Da ist das Gerät, da tippe ich jetzt drauf. Und jetzt sagt er mir eigentlich genau, was ich tun muss. Er sagt mir, make sure the machine is switched off. Ist sie? Sie ist ausgeschaltet. Und jetzt drücke ich einfach der Reihe nach die Steps durch. Next step ist, before turning on Linea Mini, be sure to place the pedal on brew. Das heißt, in dem Fall jetzt drücke ich diesen Hebel, den Brühhebel, auf. Also normalerweise ist jetzt die Maschine ja ausgeschaltet. Normal würde jetzt ein Espresso laufen. Das ist die Anstellung des Pedals. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt sage ich Next Step. One turned on, be sure to move the pedal back to stop. So, das heißt also, er sagt zu mir jetzt, ich soll die Maschine anmachen, was ich jetzt tue. Und jetzt sage ich Turn Pedal Back to Stop. Das heißt, ich drücke oben das Pedal wieder zurück, sage Next Step. Und jetzt steht hier unten Looking for available machines. Jetzt sucht er die Maschine und findet auch prompt unsere Linea Mini mit der Seriennummer. Und ich tippe da jetzt einmal drauf. Jetzt Pairing to Connect. Jetzt sage ich Kopplung durchführen und verbinden. Mit Linea koppeln, Zugriff koppeln und Confirm Pairing. Bup. So, und jetzt fragt er mich halt nach den ganzen anderen Geschichten im WLAN und so weiter. Jetzt kann ich der Maschine einen Namen geben und kann ihr die Wi-Fi-Daten und sowas, die ich jetzt hier habe, von meinem WLAN-Netz eintragen. Das ist wichtig, wenn ich zum Beispiel später eben von extern die Maschine starten möchte. Da muss ich sicher sein, dass die Maschine sich im WLAN-Netz, also im Wi-Fi-Netz meines Heimnetzwerkes befindet. Ich gebe das kurz jetzt ein, Sekunde. So, jetzt sucht er nach meiner Maschine. Die Maschine ist natürlich aus. Die mache ich jetzt an. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist sie auch gerade wieder aus dem Pairing-Mode rausgefallen. Das kann natürlich sein oder ich habe Akku zu wenig. Schauen wir uns das mal gerade an. Auf jeden Fall ist dieser Screen absolut richtig. Er sagt, looking for your machine. Jetzt schauen wir mal gerade, was da passiert. Und zack, da ist sie, die Maschine. Café Colonia GmbH haben wir sie jetzt genannt. Ja, und jetzt kann man hier halt sich alles Mögliche anschauen, was die Maschine hat. Einmal den Status. Sie sagt, Refill Tank ist völlig richtig, denn wir haben noch kein Wasser drin. Direkt Alarm, schreit sie haushoch. Und dann kann man hier sehen, on, off. Man kann die Maschine jetzt hier ausschalten. Man kann den Coffee Boiler auf Temperatur bringen. Das machen wir hier mal bei den Settings. So, es steht hier zum Beispiel Coffee Boiler Temperature, so 94 Grad. Jetzt gehe ich hier zum Beispiel auf meine beliebten 89, sage okay und gehe zurück und zack ist das hier oben eingetragen.
Also wenn ich immer okay bestätige, kommt jetzt momentan ist die Maschine nicht in dem, in der Möglichkeit hochzuheizen, weil eben kein Wasser drin ist. Ich kann eine Pre-Brewing-Zeit einstellen in Sekunden. Sobald ich das hier aktiviere, kann ich sagen, wie viele Sekunden die Pre-Brewing-Zeit sein soll. Das ist hier Pre-Brewing on, ist 5 Sekunden in dem Fall. Dann kann ich sagen Pre-Brewing off. Das heißt, wenn nach 5 Sekunden wird die Maschine für wie viele Sekunden nochmal angehalten, bevor dann der eigentliche Bezug startet. Heißt also Pre-Brewing on, die Zeit, wie lange der Vorgang, also Vorbrühzeit dauert, oder Präinfusion, kennt ihr vielleicht besser das Wort. Und danach, wenn die Präinfusionszeit abgelaufen ist, in dem Fall 5 Sekunden, würde die Maschine bei der Einstellung 5 Sekunden pausieren, den Puck quellen lassen in der Maschine, um dann den eigentlichen Bezug zu starten. Ja, dann kann ich hier Auto-Standby nach 30 Minuten, kann ich hier auch einschalten, wann die Maschine, wenn ich sie eingeschaltet habe, selbstständig ins Ausschaltet. Wie gesagt, jeden Vorgang mit Safe abspeichern. Das sind ganz sinnvolle Geschichten, die hier drin sind, meiner Meinung nach. Auto-On-Off ist das, was ich euch vorhin erzählt habe. Hier kann ich Monday, Tuesday, Thursday, Friday, also die ganze Woche quasi Start- und Stoppzeiten selektiv eingeben. Also auch eine sehr, sehr schöne Lösung. Und am Ende haben wir auf Kanal 4 dann die Coffee Brewed in the last 30 days. Ich kann meine ganzen, also pro Monat, das geht jeden Monat neu, kann ich dann sehen, welche Kaffees ich mit welchen Parametern quasi extrahiert habe. Espressi in dem Fall. Also alles in allem eine Top-Einrichtung und dann noch ein paar andere Spielereien. Schaut euch die App genau an. Sie ist ein echtes Stück Programmierkunst im Sinne von sinnvoll und nicht einfach nur bebilderter Spaß, sondern sie wird euch das ein oder andere im Alltag ein wenig versüßen. So viel zur Coffee Brew App von La Mazzocco. Weiter geht's. Ja, das kann man zu der Maschine sagen. Ansonsten sind alle Siebe, die hier zum Beispiel verbaut werden, seitens Werk von La Mazzocco, das ist hier in dem Fall das 14-Gramm-Sieb, sind, soweit wir informiert sind, von der Firma VST eingekauft. Das heißt, auch hier ist eine sehr, sehr hohe Präzision. Das merkt ihr auch direkt am Espresso. Ihr solltet euch relativ schnell, wenn ihr eure Mühle gut im Griff habt, das berühmte Tigerhäutchen gelingen. Und die Sache wird sehr, sehr rund. Es ist hier wirklich alles voll aus Edelstahl. Es ist nicht irgendwie beschichtet. Auch Mazzocco klassisch, was kein anderer hat. Ich kann den Ausgießer, der ist hier einfach nur mit einem Gummi arretiert, den kann ich abnehmen, wo dieser Ausgießer befestigt ist. Ich kann das alles rausnehmen, richtig gut reinigen. Das haben die meisten anderen Hersteller nicht. Da muss man das schrauben. Hier ist die Ablage noch. Wenn ich also tempern möchte, kann ich so auf den Tisch legen. Es kippelt nicht. Das Ding ist bombenfest. Und wie gesagt, voll aus Edelstahl. Dadurch extrem hygienisch und leicht zu reinigen. Das sind eigentlich so die technischen Finessen der Linea Mini. Die Linea Mini ist in Edelstahl die günstigste Variante, die ihr erwerben könnt. Aber schaut auch vielleicht mal bei Clive Coffee Elements im Netz nach, hier unten eingeblendet. Man kann die in einer ganzen Menge schöner Farben auch bestellen. Der ein oder andere hat vielleicht bei uns schon in diesem Jahr, nee, letztes Jahr 2020, blau und schwarz entdeckt. Wir hatten also schon mehrere Geräte da. Ja, sind sehr, sehr schick, auch für die Küche. Dann die Beine bei der Aufstellung, die kann man verschieden hoch einstellen. Man kann also die Maschine in die Waage bringen. Warum ihr mich, oder wenn ihr fragt, warum das wichtig ist, ist relativ schnell erklärt. Ein Millimeter daneben heißt, der Kaffee läuft immer auf der einen Seite aus. Und der ein oder andere hat sich gefragt, warum läuft bei mir eigentlich immer, wenn ich einen Espresso ziehe, das ist immer nur in eine Tasse zuerst. Schau mal hinterm Komma genau, wie in der Waage dein Gerät steht. Das kann man damit gut einstellen. Und dann, wenn das Ding wirklich in der Waage ist, wird auch jederzeit der Espresso oder der Bezug auf beiden Seiten gleich auslaufen. Auch das ist hier kein Gussteil oder ein beschichtetes Teil. Es ist aus einem Stück gefrästem Edelstahl. Auch hier die Qualität ist bahnbrechend gut. Ja. Das war's zu der Linea Mini. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Vielleicht zeigen wir euch demnächst mal einen Bezug. Aber ich finde an der Stelle, muss ich wirklich sagen, wenn man so einen Test macht und holt dann einen Espresso daraus, lecker, dann ist das für mich so, aber nicht für euch. Wenn ihr wirklich wissen wollt,
ob das alles cool ist und ob die Maschine ihren Dienst tut. Kommt doch vorbei hier ins schöne Siebengebirge oder fahrt zu Clive Coffee Elements in Pulheim, auch zu anderen, zur Hauptadresse im schönen Westfalen. Guckt mal, der Frederik Clive, der Tobi, die sind alle immer für euch da, ich auch. Fragt uns, wir haben immer etwas hier stehen, um euch das zu demonstrieren. Dann probiert den Espresso lieber live, wenn der Lockdown vorbei ist. Denn aktuell können wir nichts machen. Wir können den Kaffee nur to go verkaufen. Die Maschine ist nicht angeschlossen, die steht zum Verkauf. Die Preise erfahrt ihr tagesaktuell. Also schreibt uns eine persönliche Nachricht an kontakt@kaffee-kolonia.de, wenn euch das jetzt interessiert. Wie gesagt, wir würden uns freuen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Kaffee Kolonia. Mhm.